Schon einmal gehört? Bestimmt sogar. Kaum einer kennt diesen klassischen Ohrwurm nicht. Und genau um diesen Meister im Komponieren von Ohrwürmern dreht sich mein erstes Lernvideo. In diesem Sinne herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und liebe Schüler, zu meiner ersten Folge. 250 Jahre, ein Jubiläumsjahr. Ludovicus Rühmacker aus Belgien stammend. Genauso hätte sich Ludwig van Beethoven vorstellen können. Dieses Van etwa zielt nicht auf eine sehr adelige Familie, sondern meint einfach nur, van Ludwig van Beethoven, seine Vorfahren, stammen aus Belgien. Und Beethoven übersetzt bedeutet so viel wie Rübenacker. Also Ludwig van Beethoven oder Ludwig Rübenacker aus Belgien stammend. 250 Jahre. Ein wirklich besonderes Jahr. Und diejenigen, die schon ganz, ganz schnell mit mir mitgerechnet haben, wissen jetzt, in welchem Jahr wir uns befinden. 1770 wurde Ludwig van Beethoven in Bonn geboren. Aber, Moment einmal. Wir kennen doch alle die drei großen Klassiker. Die Wiener Klassiker. Haydn, Mozart, Beethoven. Wie kann jetzt Ludwig van Beethoven zu den Wiener Klassikern zählen, wenn er doch in Deutschland, in Bonn geboren ist? Tja, ganz einfach, Beethoven hat die meiste Zeit seines Lebens in Wien gewohnt. Und jetzt gleich was Interessantes. In diesen 41 Jahren, in denen Beethoven in Wien gelebt hat, ist er insgesamt 36 Mal umgezogen. Er ist sozusagen ein Umzugsweltmeister. Könnt ihr euch noch an die Eingangsmelodie erinnern, dieses klassische Eingangsmotiv? Da, 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 da. Jetzt habe ich ein klassisches Motiv erwähnt, ich habe die Wiener Klassiker erwähnt, habe aber natürlich noch nicht geklärt, was heißt eigentlich klassisch, Klassik oder klassische Musik. Fragt man Menschen auf der Straße, wissen sie sofort, was gemeint ist. Aber so richtig erklären können es die wenigen. Klassik heißt so viel wie zeitlos. Eine Musik, die nie aus der Mode kommt, die man unabhängig von Alter, Religion, Jahr und Herkunft überhören kann. Und ein wunderschönes Zitat von Beethoven, das er selbst über seine Kunst gesagt hat, lautet: Wahre Musik bleibt unvergänglich. Und diese drei großen Klassiker, Mozart, Haydn und Beethoven, ihre Musik, finde ich, bleibt in uns und für alle unvergänglich und zugleich auch unvergesslich. Ja, aber jetzt, um weiterzumachen und zu seinem nächsten Markenzeichen zu kommen, denn Beethoven ist nicht nur ein Komponist der Ohrwürmer oder der klassischen Motive, nicht nur dafür ist er bekannt. Ihr seht jetzt gleich drei Bilder von den drei großen Komponisten Mozart, Haydn und Beethoven. Sie werden jetzt gleich eingeblendet. Schaut euch diese drei Komponisten einmal ganz genau an. Erkennt ihr einen Unterschied, wenn ihr euch so die Bilder anschaut? Ja, ein nächstes Markenzeichen von Beethoven sind seine Haare, denn er trägt als einziger keine Perücke. Und das war zur damaligen Zeit ein absolutes No-Go. Wir befinden uns in einer adeligen Gesellschaft, Anfang des 18. Am Ende des 18. Jahrhunderts und Anfang des 19. Jahrhunderts. Und es war ein absolutes No-Go, keine Perücke zu tragen. Aber Beethoven war nicht nur in seiner Musik, das werden wir in späteren Folgen hören, ein Revolutionär, sondern auch in seinem ganzen Leben. Er hat seine Haare wild umstehen lassen, er hat sie nicht einmal gepudert und dafür ist Beethoven bekannt. Er war schon zu Lebzeiten ein VIP, ein very important person, denn man hat nach seinem Tod, hat man Beethoven Haarlocken abgeschnitten. Diese Haarlocken haben dann natürlich den Besitzer gewechselt, die Menschen haben viel dafür bezahlt und schließlich im Jahr 1994, 167 Jahre nach dem Tod von Ludwig van Beethoven, hat man seine Haare untersucht
und festgestellt, dass er Zeit seines Lebens unter einer schweren Bleivergiftung gelitten hat. Und man weiß, wenn man eine Bleivergiftung hat, das schlägt auf die Nerven und auf die Persönlichkeit an. Und Menschen, die an einer Bleivergiftung leiden, werden oft beschrieben sehr wütend und auch sehr depressiv. Und alles Eigenschaften, die auf Beethoven zutreffen. Woher diese Bleivergiftung kommt, weiß man nicht. Man vermutet aus Wasserrohren oder eben aus Süßungsmitteln im Wein. Denn man weiß, dass Beethoven ein Weinliebhaber war und eine Flasche Wein pro Tag getrunken hat. So, jetzt haben wir seine drei großen Markenzeichen. Wir haben Umzugsweltmeister, wir haben Ohrwürmer komponieren mit ganz klassischen Motiven und natürlich seine Haarpracht, weil er keine Perücke getragen hat. Aber noch ein spannender Aspekt, den ich euch nicht vorenthalten möchte, ist, ihr seht jetzt wieder ein Bild eingeblendet und ich bin mir sicher, ihr alle kennt dieses Bild oder ihr wisst, was das ist. Viele von euch nutzen es natürlich nicht in dieser ursprünglichen Form, sondern haben es am Handy in Form einer App oder anderswertig digital. Man kann es auch einfach auf Google eingeben. Genau, das Metronom. Metronom heißt ja so viel übersetzt wie Taktmesser, kommt vom Griechischen und bedeutet Gesetz. Und ein guter Freund von Ludwig van Beethoven, das war Johann Nepomuk Mälzel, hat dieses Gerät erfunden. Ihr seht, das ist ein Pendel, das mit Federkraft betrieben ist und man kann die Geschwindigkeit einstellen, indem man das Gewicht verändert. War eine große Erfindung und ganz wichtig und vor allem Beethoven hat sich sehr darüber gefreut, denn endlich konnte er in seinen Werken nicht nur Tempobezeichnungen hinschreiben wie Allegro, Presto, Largo oder Lento, sondern er konnte ganz genau hinschreiben, in welchem Tempo auch seine Nachfolger oder dieses Stück spielen sollten. Das war ihm wirklich besonders wichtig. Und in der klassischen Musik findet man in den Stücken immer dieses M.M. Das steht für Mälzel, Metronom und dann steht oft dabei, eine Viertelnote ist gleich 120. Das meint 120 Viertelschläge in der Minute. In der Popmusik zum Beispiel spricht man nicht von Mälzel, Metronom, sondern es wird gekennzeichnet mit Beats per Minute, also B, P und M. Und ja, ich finde, es ist etwas ganz was Tolles, das zur damaligen Zeit wirklich erschaffen wurde. Ja, Sie sind schon fast am Ende meiner ersten Folge angelangt und ich möchte euch noch eine kleine Aufgabe mitgeben. Ihr sollt auf Entdeckungsreise gehen. Schaut einmal, informiert euch. Wen hat Beethoven nach seinem Tod inspiriert und welchen Nutzen haben wir heute noch davon? Ich werde in der nächsten Folge darüber sprechen, aber ich möchte trotzdem, dass ihr ein bisschen so auf Entdeckungsreise geht und ein bisschen nachforscht. Beenden möchte ich das Ganze mit einem Song. Dieser Song erzählt, der Beethoven-Song erzählt etwas über Beethovens Leben, einige Fakten, die ich noch nicht erwähnt habe, die ihr vielleicht aber schon gewusst habt und die werden aber in den nächsten Folgen vorkommen. Und jetzt entführe ich euch an mein Klavier. Wir sind schon fast am Ende angelangt. Ich möchte mit dem Beethoven-Song enden. Und wenn ihr dann genau zuhört, werdet ihr erkennen, dass das Anfangsmotiv, dieses klassische Motiv, dieses Tatatata, das ist ja das Motiv der Schicksalssinfonie. Und dieses Stück des Beethoven-Songs beinhaltet es. Achtet darauf, ihr werdet es bestimmt hören. Aber um den Text besser zu verstehen, lese ich ihn am besten einmal durch und dann singe ich ihn euch vor. Beethoven war ein Genie, voller Musik, Fantasie. Improvisierte auf dem Klavier jederzeit. Beethoven gab niemals Ruhe, hat sich bemüht, immerzu. Doch sein Gehör, das wollte auf einmal nicht mehr. Wegen seiner Krankheit hat er nie resigniert, hat so manche Sinfonie im Kopf komponiert, die Menschen überall beglückt und fasziniert. Beethovens Kunst spricht uns an, freut sich daran, jedermann. Das bringt Gewinn, denn Klassik ist heute noch in. Beethoven war ein Genie.
wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei meinem nächsten Lernvideo, wo es um Beethovens Kindheit gehen wird. Bis zum nächsten Mal!